Tag, willkommen zur Tafkak Show. Ich bin Bratislav Mitulski und bei mir ist mit am Mikrofon der Kommissar 00 Schneider. Tag. Ich wollte gerade sagen, das war doch eindeutig eine Helge Schneider-Anspielung. Ja. Aber die Frage ist jetzt auch, wie viele unserer Zuhörerinnen, Zuhörer und geschlechtsneutralen Frank, Zuhörerdinger hätte bewusst gleich gesagt, ha, Schneider. Frank, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind alle über 60, die kennen den noch. Und geschlechts nicht entschlossene. Ja, die sind auch über 60, Frank. Wir haben keinen einzigen, der unter 60 ist. Ich meine, wir sind ja auch 70 und demzufolge ist es ja und so. Nee, Frank. Das macht schon einen kleinen Unterschied. Ich meine, also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass, wenn wir dann beide noch am Leben sind, dass wir auch mit 60 oder 70 noch podcasten und über genau die gleiche Scheiße reden, die wir jetzt hier in den letzten 10 Jahren geredet haben. Ändert sich ja nicht viel. Aber jetzt de facto hören auch noch Jüngere zu. Gut, warum? Aber wir fühlen uns wie 60, 70, also da würde ich dir jetzt zustimmen. Insbesondere ich, seit ich Kinder habe, fühle ich mich noch viel, viel älter. Heute Nacht habe ich beispielsweise die Hälfte der Nacht mal auf einem, Gott, wie heißt dieses, Sitzkissen habe ich mir gekauft. Nee, wie heißen diese Dinger? Diese Hämorrhoidenkissen. Ja, genau, ich habe auf einem Hämorrhoidenkissen geschlafen, zusammengerollt, lieber André. Genau. Gott, nee, ich habe mal geschaut, weil meine werte Frau Mama zeigt jetzt erste Anzeichen von dem, was man eventuell oder was eventuell zu sowas Bösen wie Demenz hinführen könnte. Mhm. Habe ich mal gegoogelt, was so, sind so die Anzeichen und lese mir das so durch und bei ungefähr, sagen wir mal, 4 von 6 Sachen dachte ich mir, kenne ich sehr gut, weil geht mir ja selber so. Unter anderem, dass man Worte vergisst oder dass man Worte sucht für etwas, worüber man gerade reden möchte. Das kannst du sicherlich bestätigen. Das geht mir jetzt die letzten, weiß ich nicht, sind das schon 10 Jahre oder ist das in den letzten Jahren erst der Fall, dass ich dauernd nach Worten suche? Das wäre jetzt mal interessant, kannst du mir sagen. War eigentlich schon immer so, oder? Ja, aber ich finde, du übertreibst immer so ein bisschen. Also mir ist ja noch nie so wirklich aufgefallen, dass ich sagen würde, ach ja, der Frank, jetzt geht's zu Ende. Also so war es jetzt auch noch nie gewesen. Nein, aber ich hab mindestens einmal oder sagen wir alle 2 Ausgaben gefühlt, also es mag sein, dass ich jetzt übertreibe, aber so kommt es mir jetzt gerade vor, wir podcasten ja relativ oft, den Eindruck, dass ich dann wirklich an einen Punkt komme, wo mir irgendein Wort fehlt. Ja, aber ist, wie gesagt, so exzessiv ist es jetzt nichts. Und jetzt hätte ich jetzt wieder so, also ich habe so ein mit Styroporkügelchen gefülltes Scheißteures, also was heißt Scheißteuer? Normalerweise Scheißteuer, die IKEA-Version habe ich halt, die war dann nicht so Scheißteuer, die war zwar dann immer noch teuer, aber nicht Scheißteuer. So ein Ding, was du halt auch draußen legen kannst und dich drauflegen kannst und Videospiele draufspielen kannst. Also du meinst so ein Beanbag oder wie das Ding heißt? Was, ein? Ja, so ein Bag, genau, so ein Bag, so ein Sitzkissen, so ein Sitzkissen, so ein, ja, Sitzsack. Ja, Sitzkissen ist das falsche Wort. Sitzsack. Also ich kenne es unter Beanie Bag. Ich glaube, der ist auch Beanie Bags oder Beanbags. Im Original bestimmt. Also auf jeden Fall so ein Ding habe ich mir vor ein paar Wochen bei Ikea geholt. Frank, du kommst doch nie wieder raus aus dem Ding. Ja, das ist Frank, ja, wenn du drauf stehst, ist ja nicht das Problem. Frank, es ist wissenschaftlich erwiesen, sobald du dich dort reingesetzt hast, ist aus. Ja, also es ist schon nicht mehr so einfach, aber... Ja. Das verwächst quasi mit diesem Sitzkissen dort. Also ich habe jetzt quasi in den letzten 2 Monaten um die 5 Kilo verloren. Es geht schon wieder ein bisschen aufwärts. Also bilde ich mir zumindest ein. Ne? Also es geht noch. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt quasi aus dem Stand quasi schwuppdiwupp, der dicke Frank ist wieder auf den Beinen. Aber es geht. Mhm. Es geht. Ich versuche es mir gerade schön zu reden. Nee, auf jeden Fall habe ich das Ding heute Nacht mal mit ins Kinderzimmer gezogen, weil bei den Temperaturen möchte man nicht dauernd das. Ist zwar echt schön, ich genieße das auch, dass mein Sohn ein Kuschler ist, wenn er schläft, aber. Aber doch nicht bei 35 Grad im Schatten. Nicht, wenn man. Ja, doch, das macht er dem Kind nichts aus. Mein Ältester ist auch gar nicht so, also dem ist eigentlich scheißegal, ob kalt oder warm ist. Dann macht das nicht so viel aus, aber dem Papa macht es halt was aus, wenn er neben ihm liegen muss, was er ja derzeit gerade tut. Und ich habe dann jetzt einfach mal meinen, wie wollte man sagen, mein Bean-Bean-Bean-Back-Back-Back, Sitz, Schlaf, Dingsbums, habe ich mal ins Kinderzimmer geschoben und habe die ersten paar Stunden, bis er heulend wach geworden ist, in dem Ding geschlafen und das ging auch ganz gut. Okay. Wie bin ich eigentlich jetzt da drauf gekommen? Ach so, weil du gesagt hast, 60, 70.
Nee, macht genau. auch keinen Sinn. Egal. Aber da wir auch hier gerade über Bestellungen und so reden, kurz davor, das wissen ja die Patreons jetzt nur, hatten wir ja kurz über den Prime Day geredet. Mhm. Und aktuelle Meldung, ich könnte die kompletten James-Bond-Filme für 67 Euro bekommen. Normalerweise kosten die so rund 95. Auf Blu-ray? Ja. Ich glaube, das Set habe ich irgendwann mal für, das war schon mal irgendwann im Angebot, aber schon Jahre her, für 50 bestellt. Ja, aber da waren es wohl noch ein, zwei Filme weniger, sind da welche dazugekommen. Und das Faszinierende an dem Set ist, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Set ist, habe ich so noch nicht erlebt, finde ich qualitätsmäßig auch eine Katastrophe, gerade wenn man sich ein Filmset kauft, mit wertigen Filmen oder sich zumindest einen gewissen Wert erwartet, da waren dann wirklich DVD, also Blu-rays dabei, wo ich sagen würde, das Ding, das ist kaputt. Hm, das ist merkwürdig. Ja. Ich meine, ich hatte so ein Set schon mal gehabt vor vielen, vielen Jahren. Weißt du, das wertigste DVD-Set tatsächlich mal, was ich mal hatte, war ein James-Bond-Set gewesen. Vor hunderten von Jahren wurden mal alle Filme, also bis zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, da war Pierce Brosnan gerade abgetreten, ein Agentenkoffer. So tatsächlich mit komplettem, hier im Zahlenschloss, wo die Filme halt drinnen lagen. Das war natürlich komplett alberner Scheiß, hat nur Platz weggenommen, aber trotzdem war es geil. Habe ich irgendwann verkauft dann. Und hast du 25 Euro bei GameStop eingesetzt? Als nee, ich habe es irgendwann tatsächlich sogar relativ... Mario-Titel geholt hast. Nö, ich habe es irgendwann mal tatsächlich relativ teuer auf eBay. Damals konnte man bei eBay noch verkaufen und trotz der Provision, die du abdrückst, musstest du noch einen gewissen Gewinn mit rausnehmen. Aber kannst du heutzutage ja vergessen. Hm. Und die Filme waren eigentlich sehr gut präsentiert. Also das war damals noch so DVD-Zeiten. Mit anderen Worten, also eigentlich vielleicht werde ich halt diese 6 Blu-rays für 30 Euro Aktion sausen lassen, mir ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und mir diese James Bond Box kaufen. Mal gucken. Naja, egal. Setz voraus, dass jetzt unsere normalen Zuhörer wüssten, dass du die 6 Blu-rays für 30 Euro Aktion überhaupt in Anspruch nehmen wolltest oder dass es überhaupt so eine Aktion gegeben hat. Ihr hört das ja jetzt nach den Prime Days. Wir nehmen das gerade quasi zu den Prime Days auf. Wenn ihr das jetzt quasi ein paar Tage später am Wochenende, wenn es wahrscheinlich veröffentlicht wird, hört, dann ist es natürlich wahrscheinlich schon zu spät, weil die Aktion dann schon vorbei ist. Habt ihr Pech gehabt? Habt ihr eindeutig Pech gehabt. Weißt du, was auch schon vorbei sein wird, wenn die Leute, die regulären Zuhörer diesen Podcast hören? Ich sage bewusst regulär, weil wir wissen es ja und wir müssen es immer wieder erwähnen. Die Patreons, also die Unterstützer auf patreon.com/isolierstation, die hören ja Podcasts wie diesen direkt nach der Aufnahme mit Vor- und Nachgespräch. Quasi in dem Moment, wo ich auflege, bin ich ja schon dabei, das Ding hochzuladen, ne? Mhm. Aber was die regulären Zuhörer dann auch hören werden und dann ist es aber schon vorbei und ich würde mir wünschen, dass es schon vorbei wäre. Die EM? Was, die EM? Die EM? Achso, ich habe keine Ahnung, wie lange dieses Fußballding geht, frag mich doch nicht, das geht doch wahrscheinlich ein bisschen länger. Nee, dann habe ich meine erste Corona-Impfung erhalten. Naja, zum Glück, Frank. Ist das keine große Sache, weißt du? Kleiner Nadelstich, Spritze, Sache ist gut. Ganz ehrlich gesagt, keinerlei Probleme damit, Frank, ganz ehrlich. Oh. Also ich kann mir kaum vorstellen, was das für absolute Pussys und Heulsusen sein müssen. Die sagen, eine Spritze. Mann, Frank. Ganz ehrlich, mir wird jetzt schon ziemlich flau, wenn ich mir das überhaupt vorstelle. Wahrscheinlich muss ich mich erstmal in der Praxis hinlegen für eine halbe Stunde. Okay. Wenn ich das hinter mir habe. Das klingt nicht so gut, Frank. Muss man aber durch. Und wie gesagt, also ich hab ja auch zumindest versucht, mich zu informieren, beziehungsweise habe versucht, zu erfahren oder in Erfahrung zu bringen, terminmäßig gab es ja einige Aktionen, Johnson & Johnson. Eine wäre gewesen, jetzt 20 Kilometer weg von hier vor ein paar Tagen, da hat ein Arzt ist eine Großlieferung Johnson & Johnson bestellt und hat, glaube ich, 1200 Impfungen an einem Samstag den Leuten verpasst. Hatte allerdings auch zur Folge, dass Leute aus aller Herren Länder in diesen Ort gereist sind und der Bürgermeister schon im Radio gefleht hat, dass man doch bitte nicht mehr anreisen soll, weil es keine Parkplätze gab. Oh. Aber Aktion war ein vollster Erfolg. Aber Johnson & Johnson, das ist auch so ähnlich wie AstraZeneca. Den wollten halt irgendwie die wenigsten oder zumindest, ich weiß es nicht, weil wenn so eine Aktion ist, dann kommen die Leute auch und stellen sich an, aber gerade was Johnson & Johnson angeht, den halt ich gerne gehabt hätte, weil einmal Peaks und gut, ja, also nur eine Impfung, also muss ich nicht nochmal durch den gleichen Albtraum in 6 Wochen. Das Faszinierende ist, das Ding ist wohl ausreichend vorhanden, natürlich gab es da jetzt auch einen Engpass, aber das geht irgendwie nur an die
ja, entweder in so Aktionen oder an Problemviertel. Also beispielsweise in meinem alten Wohnort, da gibt's einen mobilen Impfbus, der fährt aber bewusst, und ich spreche es jetzt auch mal so aus, weil es ist nichts anderes als das, ins Ghetto, und die Ghettobewohner dort, die dürfen bewusst einfach hinkommen und können sich jederzeit eine Spritze verpassen lassen. Und das ist auch wieder Johnson & Johnson. Also Johnson & Johnson wird dazu genutzt, und das hat man ja, glaube ich, auch schon in Hamburg mitbekommen, wo das an die ganzen Obdachlosen ging. Oder ich glaube, das hat auch deutschlandweit, geht das jetzt quasi an die Obdachlosen, weil du sollst damit die Leute erreichen, die sich normalerweise sonst nicht impfen lassen würden, weil sie nur einmal geimpft werden müssen. Ja, also das ist irgendwie so der Harzimpfstoff. Und ja, bin ich wohl nicht prekär genug? Ich weiß es nicht. Ich komme einfach nicht ran. Ja, jetzt kommst du ja an was Besseres ran. Jetzt komme ich an BioNTech, ja. Tja, habe ich auch bekommen. Zweimal. Ja, ist ja wohl auch das Zuverlässigste. Also von daher. Sagt mein Neurologe, Frank. Sagt mein Neurologe. Ja, wenn dein Proktologe das sagt, dann bin ich da beruhigt, weil der Frank, kennt sich ja jetzt mit deinem Körper. Ich sag's ja gerne nochmal, Frank, ich muss mir ja jeden Tag Immunhemmer spritzen. Demzufolge, das kann natürlich auch die Wirksamkeit runtersetzen. Deswegen habe ich meinen Neurologen angeschrieben. Echt, ohne Scheiß, du spritzt dir das selber? Ja, jeden Tag. Oh Gott, mir wird gerade echt ein bisschen flau. So. Und folglich, das bedeutet halt, dass das Zeug natürlich... Das könnte ich nicht. Also ich meine, ich habe ja eh schon Angst, übergewichtmäßig, dass ich in Wirklichkeit Diabetes habe, weil ich habe ja mehr oder minder Anzeichen, aber wenn das bei mir diagnostiziert würde, also bei meiner Angst vor Nadeln, also ganz ehrlich, ich würde ja lieber tot umfallen als... Nein, würdest du nicht. Wenn du es musst, dann ist es halt so. Nee, ich glaube nicht. Doch, Frank, es wäre ganz einfach so. Ich glaube, ganz ehrlich, ich kann jetzt gerade nicht aufstehen, weil wir drüber reden und weil ich es im Kopf habe. Also ich bin da echt mega Pussy. Hey, also für mich wäre das der Untergang. Also ganz ehrlich, wenn ich mir schon alleine täglich Blutzucker messen müsste, dann weiß ich nicht. Glaube ich, würde ich mich lieber von der Brücke stürzen. Okay, da mit anderen Worten haben wir was entdeckt, da bin ich aber echt wesentlich härter im Nehmen. Also so richtig, oder? Ja, natürlich, das wundert mich jetzt auch nicht. Also, ja, ich meine... Ja. Ich könnte dir noch Nadelgeschichten erzählen, aber ich lasse es mal. Lass mal. Aufgrund dieser Nadelgeschichten fand ich es übrigens auch gut, dass es von Saw jeweils eine geschnittene und ungeschnittene Fassung gab, weil ich habe mir dann gerne die ungeschnittene geschaut. Ach, kommt da die Nadel? Die geschnittene meine ich, Entschuldigung. Kommt da die Spritzengrube nicht vor? Schon, aber sie wird dann halt nur, also er fällt rein, aber man sieht es dann nicht. Okay. Ja, lange Rede, ich wollte die Geschichte noch zu Ende bringen. Ja, ich hatte Angst, dass die Wirksamkeit wegen dem Zeug halt reduziert ist, aber mein Neurologe sagt, nö, ist nicht, ist alles gut. Ende. Das war's. Ich glaube mir nicht so ganz. Jetzt weiß dein Neurologe allerdings auch, ja, hier, der Herr Wenzel, da muss man vorsichtig sein. Wenn ich dem jetzt erzähle, ne, das und das, dann... Glaubt er mir das nicht, dann... Frank, wir wissen Sabine, doch, was, guckst du mal, ob du Frank, einen Termin wir wissen, bei wir wissen doch, wir wissen doch, was Ärzte, Herrn Wenzel Frank, frei hast. Wir wissen doch alle, was Ärzte erzählen, wenn der Tag lang ist. Ja, aber warum fragst du ihn denn danach, wenn du ihm jetzt nicht glaubst? Ja, das weiß ich auch nicht, Frank. Bitte du hast doch jetzt, du, nein, der Punkt ist doch, du hast ihn angeschrieben, ja. Insgeheim in der Hoffnung, weil dass er regelmäßig, stimmt, Herr W. Jetzt haben wir so oft Wenzel gesagt, das schneidet uns auch nicht mehr raus, ne? Das schneide ich jetzt auch nicht mehr raus. Sehr geehrter Herr W., also Sie haben recht, das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Mein Gott, scheiße, bleiben Sie bitte im Haus und warten Sie, bis der Katastrophenschutz Ihnen frische Bananen bringt. Oder das was hast du dir denn erhofft? Du warst doch jetzt voll enttäuscht, oder? Das wirklich Schlimme an der Sache, das ist natürlich jetzt nicht so ganz so flapsig, wie du es gesagt hattest. Ja, das wäre echt so meine Erwartung gewesen, also dass der jetzt keine Ahnung gesagt hätte, Herr Wenzel, valider Punkt, lassen Sie mal Blut abnehmen und Antikörper testen und dann gucken wir mal nach, ob Sie eine dritte Impfung bekommen sollen. Oh, jetzt, Blut abnehmen, oh Gott, jetzt, nein, dann willst du lieber jetzt, hier. Ja, du jetzt, aber jetzt geht's hier um mich, ne Frank? Ist auch mein Podcast. So, nicht jedenfalls. Ja, und dann ging es halt irgendwie darum, dass der mir jetzt so gesagt hat, nö, Herr Wenzel, Sie kriegen eigentlich, Sie nehmen eigentlich im weitesten Sinne das einzige Mittel, was wir jetzt hier nicht große irgendwas bewirkt, der dann ging. Sind geschützt. Jetzt bist du voll enttäuscht, dass du A, den besten Impfstoff bekommen hast und B, dir das beste Zeug spritzt, oder? Also, ja, ich habe ihn noch nicht mal... Es tut mir wirklich leid. Aber Frank, warte mal, du musst weiterleben. Ich habe ihm gar nicht gesagt, welchen Impfstoff ich nehme. Ich habe nur gesagt, ich bin geimpft worden vor 4 Wochen. Zum zweiten Mal. Oh Gott. Das heißt also, ein Detail fehlt ihm eigentlich. Da. Ja, der meinte sicherlich AstraZeneca.
Wahrscheinlich. Ja, Mensch. Ach du Scheiße. Aber da wir gerade hier von Corona reden, Frank, hast du gehört? PCR-Tests sind eigentlich nichts wert. Ich habe das leider erst 5 Minuten, bevor wir angefangen haben zu reden. Das geht gerade natürlich wieder durch Twitter, wie sonst irgendwas. Heute um 12 Uhr bei RTL.12 hat ein Arzt das verkündigt. Also jetzt noch nicht, allerdings jetzt tatsächlich. Also in dem anerkannten wird ja. Wissenschaftsmagazin Punkt 12 auf dem Bayern Alpha, der Privatsender RTL. Genau. Gut, wir wollen es mal ein bisschen entkräften. Der Typ, das gesagt hat, der ist wohl tatsächlich ein anerkannter Wissenschaftler, aber andererseits anerkannt sind sie alle mal irgendwie. Ich wollte gerade sagen, also der Dr. Wodak hat ja seinen Doktortitel auch irgendwo herbekommen, ne? Also ich habe jetzt nicht genau nach diesem Typen geguckt. Professor Dr. Andreas Stang, ich kenne ihn nicht. Und da stellen wir einfach mal ganz kurz, dass er halt irgendwie Ahnung hat. Okay, also er kommt, dass er jetzt halt nicht irgendwie aus der Ecke kommt, wo er sagt, ja, Blutegel lutschen, das hilft. Sowas in der Richtung, nicht wahr? Dann, Blutegel lutschen hilft. Dann natürlich hat auch Bild.de das ganz gleich aufgegriffen, kurz und gut gesagt, die beiden führenden Medien in Sachen Wissenschaftspublikation haben Folgendes gesagt, und ich zitiere jetzt hier mal irgendwas, was einen auf Twitter hier ist, eine Kopie, ich kann die Quelle noch nicht mal richtig sagen, aber ich lese mal kurz vor, ja? Zitiere doch mal irgendwas, was irgendjemand auf Twitter gesagt hat. Also, das ist halt ein Bildschirmfoto. Und deswegen, wie gesagt, ich habe den Kram erst 5 Minuten, bevor die Aufnahme begann, überhaupt mitbekommen. Deswegen, ich bin nicht wirklich drin. Also, PCR-Tests taugen offenbar nur wenig bis gar nicht für die Einschätzung der bundesweiten Pandemiesituation. Das erforschte nun die Universität Duisburg-Essen, die mehr als 190.000 Testergebnisse von rund 160.000 Menschen auswertete. Das Problem mit den Tests: ein positiver PCR-Test allein ist nach unserer Studie kein hinreichender Beweis dafür, dass Getestete das Coronavirus auf Mitmenschen auch übertragen können. So, zitierst du gerade die Bild-Zeitung? Möglich, dass es das sogar ist, wenn ich erkannt habe. Das ist aber gefährlich hier, das ist aber echt gefährlich. So, Professor Dr. Andreas Stang, Direktor des Instituts für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie. Aber ich muss dich enttäuschen. Würde das Thema so große Wellen schlagen, wie du man jetzt meinen könnte. Ja, wäre es eins der Titelthemen. Aber zum einen hast du ja schon angemerkt, da haben wir gerade EM. Zum anderen gab es ja eine Schockstudie über unsere Corona-Schüler, wie die Bild titelt. Warum will Spahn trotzdem weiter Schlechtwertunterricht? Ja, es kam ja wohl raus, dass der Distanzunterricht so sinnvoll ist wie Sommerferien, war ja, glaube ich, die Schlag. Genau. Und also von daher, nee, PCR interessiert doch keine Sau. Ja, aber selbst wenn es wen interessieren würde, sage ich doch jetzt Frankreich öffnet Diskotheken, André. Ja. Die gucken Frankreich öffnet Diskotheken. Ja, ist ja okay. Bis dieser Podcast online geht, ist wahrscheinlich schon hier mega Open Air, nicht Open Air, Open House Disco wieder angesagt. Wahrscheinlich. Aber jetzt mal ganz im Ernst hier. Ein PCR-Test allein ist kein hinreichender Beweis. Nichts wie ungut, es ist ein ausreichender Beweis, oder? Ich sag's, wie oft soll man das den Leuten eigentlich noch sagen? Ein neues Virus tauchte auf und dann irgendwas müssen sich halt die Leute entlanghangeln, damit irgendwelche verdammten Richtwerte eingesetzt werden. Und wenn ein PCR-Test sagt, ja, ist positiv, ganz ehrlich gesagt, dann packe ich die Person lieber einmal mehr in Quarantäne, dass ich sage, ja, der kann frei rumlaufen und zack, hat er die ganze Stadt angesteckt, oder? Also jetzt meine. Aber André, haben doch irgendwelche Leute ungenutzte Tests eingeschickt und zack. Genau. Die ist allerdings natürlich klar, die Twitter-Schwobler gehen gerade steil und sind der Meinung zu sagen, ja, wir haben es ja immer gesagt. Ich denke, ihr habt es eigentlich nie gesagt. Vorhin trendete das Ganze noch unter CT-Wert. Und dann fiel mir auf, CT-Wert hat noch nie getrendet. Sprich, das war auch nie ein Thema gewesen, weil wenn Schwobler auch nur irgendwas finden, wurde das aber sofort trend auf Twitter. Nie getrennt und auf einmal erzählen die alle Leute, ja, ich erkläre jetzt mal den CT-Wert. Also ganz ehrlich, nee, es ist der übliche Scheiß, dass die mal wieder sich auf irgendwelchen Müll stürzen, damit sie weiterhin rechtfertigen können, warum sie sich an simpelste Auflagen nicht halten. Ja, aber wie gesagt, sorry, ist wirklich keine relevante News, die du hier gerade diskutierst, weil zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das Top-Thema. Der Ehemann von TV-Moderatorin Verena Fried, wer auch immer das ist, plötzlicher Tod mit 47. Nein. Doch, wenn wir mehr erfahren wollen würden, dann müssten wir aber Bild Plus abonnieren. Nein, Frank. Doch. Nicht der Mann von Verena Fried. Fried, ja, genau. 47 wurde er nur. Ja, aber das war doch Wilfried. Aus dem Leben gerissen, genau. Verdammt, Frank. Okay, sorry. Dann
Frank, wir müssen es kurz zugeben, ja? Dieser Podcast hat Platz für Schabernack und lustige Witze, aber da ist jetzt mal ganz kurz auch mal hier Ernsthaftigkeit angesagt, oder? Okay. Frank, was denkst du eigentlich, was aus Herr von Bödefeld wurde? Ich weiß es nicht, aber er war wohl zu deutsch für die Sesamstraße. Mhm. Auf der anderen Seite hattest du Manfred Krug, Lieselotte Pulver, Uwe Jansson. Ich weiß es nicht, aber Herr von Bödefeld fand ich toll. Frank, ich habe eine. Die heutige Generation weiß ja gar nicht mehr, wer das ist. Ja, Frank, und ich habe auch eine Theorie, warum. Herr von Bödefeld, die von Bödefelds, das waren Leute, die haben in der Nazi-Zeit ein Vermögen gemacht, verstehst du? Und zum gleichen Zeitpunkt, wo Herr von Bödefeld in der Sesamstraße auftaucht, also quasi alter Nazi-Adel, er tauchte da auch auf. Kennst du noch den Schlemiel? Also sie ist auf Deutsch. Das war der Typ. Das war der Typ gewesen, der halt immer eher die Buchstaben verkaufen wollte und so ein Scheiß. Du weißt doch, ey, willst du ein A kaufen? Der hat immer so einen Mantel und einen Hut aufgehabt. Ah, ja, ja, okay, ja. So, Schlemiel, das ist ein jüdischer Begriff. Und es ist deswegen völlig klar, was passiert ist, weißt du? Der Mossad ist in die Sesamstraße eingedrungen und hat Herrn von Bödefeld getötet. Die Puppe ist angeblich bei irgendeinem Studiobrand verbrannt. Natürlich, Studiobrand. Ich bin sicher, dass man bei der Leiche niemals die Zähne überprüft hat. Und ich wette, Herr von Bödefeld befindet sich irgendwo in irgendeiner Wüstengegend und wird dort gefoltert. Also von diesem Studiobrand kann ich jetzt aber hier auf der neutralen Seite des Volkes Wikipedia nichts lesen. Frank, natürlich nicht. Da kann ich dir jetzt kurz berichten. Frank, ja? Mossad. Ja, schon klar. Uli von Bödefeld, genannt Herr von Bödefeld, sollte ursprünglich von Blödefeld heißen, da er als eindeutig Negativcharakter ausgelegt war. Erstmals trat er 1978 in der Sesamstraße auf. Laut eigenen Angaben ist er ein Meerschweinchen. Oh, wusste ich auch nicht. Herr von Bödefeld legte stets Wert darauf, gesiezt und von allen von angesprochen zu werden. So viel Zeit muss sein. Oft war er für die spezifischen Probleme der übrigen Figuren verantwortlich. Affektiertes Sprechen und Gebären wie ständiges Haare zurückstreichen, eitles Kopf in den Nacken legen, bewirkten eine gewollt negative Konnotation. Okay. Wieder ein neues Wort gelernt. Konnotation. Was ist eine Konnotation? Eine Konnotation? Ich glaube, das ist einfach nur so was Ähnliches wie Wirkung. In der Logik bezeichnet er den Begriffsinhalt, in der Sprachwissenschaft die Nebenbedeutung. Okay, ich glaube, es ist Spaß. Ja, egal. Die Puppe besaß eine blassrosa Farbe, eine Art Nasenbärschnauze, eine orangene Rasterfrisur und dürre Ärmchen zum korpulenten Körper. Sichtbar war, ähnlich wie bei Tiffy, immer nur der obere Teil der Puppe. Mhm. Herr von Bödefeld schied 1988 aus dem Ensemble der Sesamstraße aus, da die Lizenz für die Puppe nicht verlängert wurde. Er wurde ab 1989 durch den Kriegskram Rumpel, einen deutschen Verwandten von Oskar aus der Mülltonne, ersetzt. Hm, genau, Frau. Bödefeld wurde von Benita Steinmann gespielt. Ja, also Frank, von Situation, wie gesagt, alter Nazi-Adel, ganz klar, die körperlichen Attribute sagen es, Inzest geplagt. Also ein inzestuöser Nazi-Scherge, der vom Mossad beseitigt wurde. Ja, und selbst wenn, also es könnte gar kein Comeback mehr geben, weil Benita Steinmann ist 96 gestorben. Ja. Wer war denn da? Falls dir die Stimme vielleicht bekannt vorkam von der lieben Benita. Ja? Na? Die war eine Nachbarin von dir. Die war eine Nachbarin von mir? Ja, die ist in Berlin zumindest gestorben. Benita! War das auch der Mossad? Ja. Ja? Okay. Frank, wer war denn deine Lieblingsfigur aus der Sesamstraße? Herr von Bödefeld. Ernsthaft jetzt? Ich fand Herr von Bödefeld fand ich toll. Ich fand schade, dass natürlich als Kind liebt man Samson. Hm? Ja. Wird kein Weg dran vorbei. Aber also das Ensemble, mit dem ich in der Sesamstraße groß geworden bin, wie eben schon gesagt, Manfred Krüger, Lieselotte Pulver, Manfred Krug, nicht Krüger, Uwe Jansson. Das war, glaube ich, Jansson, oder hieß er? Nee, Horst Jansson war es. Horst Jansson. Genau, der Horst. Ganz, ganz tolle Schauspieler, die damals in der Sesamstraße zu sehen waren. Natürlich die Generationen nach uns, die jetzt irgendwann vor ein paar Jahren noch einen Dirk Bach hatten, für die wird Dirk Bach vielleicht das sein, was für uns Manfred Krug war, aber nee, ich fand das toll. Ja, hast du völlig recht.
Wusstest du allerdings auch, dass du kennst ja garantiert auch die Geschichte, warum dieses Ensemble da aufgetreten ist, oder? Nein. Unterbrech, wenn du die Geschichte kennst. Also die ersten Folgen der Sesamstraße, das waren halt einfach nur synchronisierte. Ja gut, die waren wahrscheinlich zu schwarz, ne? Nee. Also die Sesamstraße im Amerikanischen, das ist ja eher eine Slum-Gegend gewesen. Das war ja von Jim Henson, der die Sache ja erfunden hat, auch tatsächlich so angelegt, weil man halt auch so Kinder aus bildungsfernen Schichten erreichen wollte, die halt nicht so eine gute Erziehung bekommen können. Und deswegen wollten sie halt so ein urbanes Straßensetting haben und nicht halt so ein etwas besseres Viertel. Und da stellt sich mir jetzt gerade die Frage, haben wir jetzt wenigstens in der deutschen Version Dönerverkäufer, oder? Und das führt dann dazu, nämlich Frank, diese Serie, also hier, und da waren halt auch Figuren wie Bibo und Oscar gewesen, die später tatsächlich kaum noch in den deutschen Fassungen vorgekommen sind, weil die halt immer in dieser Straßenumgebung aufgetaucht sind tatsächlich. Und das führt halt dazu, dass tatsächlich wohl die CSU nach, keine Ahnung, 30, 40 Folgen gemeint hat, nee, das geht hier gar nicht, das verdirbte die Jugend, wenn dort gezeigt wird, dass es Armut gibt und hier in Deutschland gibt es sowas ja gar nicht und überhaupt, da ist irgend so ein Typ in der Mülltonne, alles doof, deswegen, es muss verboten werden und damit das nicht passiert, gab es halt die deutsche Variante mit Lieselotte Pulver und Co. Also siehst du, und da flucht das Internet wieder über die CSU. Und ja, ich bitte dich, also fürs deutsche Volk hier einen Kult geschaffen und tatsächlich in den Sommerpausen, da wurden dann immer diese Folgen gezeigt, also diese Originalfolgen, und dann hieß es immer ein Wiedersehen mit Bibo und Oscar, mit Oscar und Bibo, genau. Tja. Ja. Wieder was gelernt, Frank, ne? Wieder was gelernt, ja. Wie fühlst ich bin der richtigen Partei beigetreten. Wie fühlst du dich jetzt, Frank, wo du wieder was gelernt hast? Ich lerne jeden Tag. Was hast du denn heute sonst noch gelernt? Ich habe heute gelernt, dass die 5-Minuten-Terrine von Knorr besser ist als die von Maggi. Was unterscheidet sie denn? Nicht nur die Kalorien, sondern auch der Geschmack. Ist das nicht im Grunde genommen alles der gleiche schockgetrocknete Blödsinn? Weiß ich nicht. Mit deinen China-Nudeln bestellst du da nicht auch immer eine Sorte? Unterschiedlich tatsächlich. Aber ich hatte ja eine Zeit lang eine gewisse Vorliebe für diese ultrascharfen koreanischen Nudeln. Ich habe die nie geschafft, weil die viel zu scharf waren. Aber hab sie halt immer gekauft, weil. Ja. Ne, irgendwann mache ich sie platt. Irgendwann mache ich sie platt, genau. War auch die einzige Möglichkeit, wie du mal Milch getrunken hast, ne? Was? Ach so, du meinst das. Ich habe tatsächlich. Ich habe den Kram halt mit Milch gekocht irgendwann mal tatsächlich. War ganz lecker. Damit du sie essen konntest, damit die Schärfe weggeht. Das erstens auch und zweitens geschmacklich war es gar nicht so schlecht. Ja, Frank. Anyway, komm. Das ist schon ein bisschen strange. Du kaufst dir ultrascharfe Nudeln, um sie dann mit Milch zu kochen, weil man sie sonst nicht essen könnte. Ja. Was machst du denn sonst noch so für verrückte kulinarische Dinge? Frank, das ist nicht so verrückt. Das sind Rezepte, die ich von YouTube hatte. Aha. Von YouTube? Na dann. Ja, wenigstens habe ich gekocht und nicht nur irgendwie Wasser aufgekocht. Ich habe auch Champignons mit reingemacht, so. Ah, ja, Champignons. Ja. Ja, jetzt bist du baff, ne, Frank? Ja, was kochst du dir denn sonst so Leckeres? Meist lässt mir irgendwas kommen mittlerweile. Ich habe gar keinen großen Bock mehr zu kochen, wenn ich ehrlich bin. Irgendwann festgestellt. An dieser Stelle müssen wir mal wieder den Aufruf erneuern. Solltest du, werte Zuhörerin, weiblich und aus dem Umkreis rund um Berlin kommen und vielleicht diese andere Stimme dieses plumpen Sidekicks hier sympathisch finden, dann. Frank, aber du bist doch verheiratet. Ach so, ja, scheiße. Dann schnapp dir den André. Tja. Frank, ich stelle fest, wir sind an dem toten Punkt angekommen, wir müssen jetzt mal ein bisschen auflockern. Weißt du, wie wir das machen, Frank? Ja, keine Ahnung, wer ist noch gestorben? Ein lustiges Spiel, Frank. Okay, kennst du das tolle Spiel glücklicherweise, unglücklicherweise? Nein. Das geht folgendermaßen. Ich sage jetzt halt zum Beispiel irgendein Fantasiesatz wie, keine Ahnung, Peter fand eine Geldbörse. Glücklicherweise fand Peter eine Geldbörse. Und dann musst du halt kontern mit, keine Ahnung, nur ein Beispiel, unglücklicherweise war sie leer. Und dann muss ich wieder mit glücklicherweise ihm ganz eine neue Wendung geben und dann wieder mit unglücklicherweise und jeder von uns das 5-mal und dann haben wir eine Geschichte. Ah, okay, klingt lustig.
So, also pass auf. Wer ist positiv, wer ist negativ? Ich bin der Negative. Oh ja, das hat mich, hätte mich jetzt aber gewundert. Gut, Frank, damit bist du der Positive, fang mal an. Irgendwas, überrasch mich. Glücklicherweise verlor André seine Unschuld an seine Jugendliebe Isabel. Unglücklicherweise gab es danach gewisse Komplikationen geburtstechnischer Natur. Glücklicherweise sah sich André schon immer in der Rolle als Vater und wurde durch diese Aktion gestärkt. Lustiger Gedanke, Frank. Sehr lustiger Gedanke. Unglücklicherweise stellte er fest, dass all die Stärke seines Lebens nicht ausreichte, um das fast schon parasitäre, lebensaussaugende einer Erziehung auszugleichen. Glücklicherweise war dies nur eine Phase und André fand sich relativ schnell in seinem neuen Leben als fürsorglicher Vater wieder. Unglücklicherweise wirkte, war dies allerdings nicht ganz so lange, wie der werte, plumpe Sidekick dachte, da nämlich Isabella irgendwann sagte, du, das Kind ist gar nicht von dir. Glücklicherweise verfiel André jedoch nicht in eine Depression, sondern lernte just in diesem Zeitpunkt seinen auf Jahre später folgenden besten Freund Frank kennen und zeichnete mit ihm in den kommenden 10 Jahren viele ablenkende Podcasts auf. Und glücklicherweise hörte keine Sau den Scheiß. Genau. Unglücklicherweise hörte nach einem gewissen anfänglichen Hoch kein Mensch mehr diesen Kram, weswegen sich der werte André einer schmerzhaften Neubetrachtung seines gesamten Lebens unterziehen musste. Glücklicherweise musste er dies nicht mehr mit Isabel und seinem vermeintlichen Zögling tun, weil diese gemeinsam mit ihrem nachfolgenden Freund und dem Kind beim Autounfall ums Leben kam. Unglücklicherweise war das Auto neu. So, Frank, das war's. Frank, das ist gar nicht mehr so übel. Erzähl mir mehr von Isabel. Ich kenne keine Isabel. Wo hast du den Namen jetzt eigentlich her? Weiß ich nicht. Wir haben doch gerade darüber geredet, dass du damals deine Unschuld... Frank, wir wissen ganz genau, dass Isabel, über die reden wir nicht mehr. Okay. Wollen wir es nochmal umdrehen? Ich würde auch gerne mal den negativen Teil machen. Okay. Ich bin natürlich harmlos, nicht wahr? Glücklicherweise fand Frank irgendwann heraus, dass Spritzen eigentlich gar nicht so schlimm sind und er sich auch manchmal zum Vergnügen mal so ein Ding in den Arsch jagte. Unglücklicherweise war das allerdings nur ein Traum und als er aufwachte, hatte er wieder Angst vor der kommenden Corona-Impfung. Ja, glücklicherweise hatte er in dem Augenblick, als er nach dem Wecker, der neben dem Bett steht, griff, auf einmal eine jüngst am Vorabend dort vergessene Nadel in der Hand stecken und sagte, ach Mensch, ist ja gar nicht mal so schlimm. Ich muss mir ja gar keine Gedanken machen wegen der Spritze. Ist ja voll easy. Unglücklicherweise hatte er das auch nur geträumt, weil glücklicherweise keine Nadel in einem Haushalt mit 2 Kindern hier einfach so rumliegen würde, geschweige denn so etwas Altmodisches wie einem Wecker in einem smarten Haushalt aufzufinden ist. Glücklicherweise wurde auch dies aber dann geregelt, weil als der Frank mit frohem Schwung und sich dachte, Mann, war das ein blöder Traum, aus dem Bett stieg, trat er in eine Reißzwecke, die am Tag zuvor dort fallen gelassen worden war und stellte dann fest, Mann, tut ja gar nicht so weh. Ich muss ihn mir gar nicht mal so haben, wegen dieser doofen Impfung. Unglücklicherweise weiß André gar nicht, wovon er redet, weil wer schon mal in eine Reißzwecke getreten ist, der weiß, das tut sogar verdammt scheiß weh und das sogar mehr als einmal, weil du das Ding ja auch wieder aus dem Fuß ziehen musst.
Glücklicherweise aber ist der Frank so hart im Leben, dass er sich gedacht hat, dass jetzt gebe ich mal hier vor meiner ganzen Familie an und ramme mir noch 5 von den Dingern in den Fuß hinein, damit die mal voll beeindruckt sind. Und das macht er dann auch. Unglücklicherweise ist eine Corona-Impfung allerdings nicht mit so einer kurzen Nadel wie jene einer Reißzwecke zu vergleichen, noch ist das überhaupt zu vergleichen mit einem in eine Reißzwecke treten, weil das Ganze ja nicht im Fuß stattfindet. Tja, deswegen glücklicherweise dachte sich dann der Frank, meine Güte, da habe ich es ja noch relativ gut getroffen, weil der Schmerz bei einer Reißzwecke ist ja nur relativ kurz. Ich genieße lieber den langen, total intensiven Schmerz, wenn mir jemand dieses verdammte Ding in den Arm hineinrammt. Und glücklicherweise hat der André recht und ich habe jetzt sogar noch viel mehr Scheißangst. Egal. War ja, doch lustig, oder Frank? Ja, ganz, ganz toll. Fand ich richtig lustig. Hatte Isabel wenigstens große Tüten. Du wirst sie ja bald kennenlernen, sie macht die Impfung. Ach, worüber reden wir denn noch in deiner Show heute? Worüber können wir noch reden, Frank? Worüber würdest du denn eigentlich mal gerne reden, Frank? Ich meine, ich dränge mich immer viel zu sehr in den Vordergrund, Frank. Jetzt bist du mal dran, Frank. Worüber willst du denn jetzt mal reden? Du bist ja bekennender Fan von der Rocky Horror Show. Mhm. Ob mit oder ohne Picture. Und auch leidenschaftlicher Sänger der Songs aus dem Musical. Ich habe mich wirklich gefragt, als du die Dinger mal eingesungen und mir zugeschickt hast, weil ich würde das dir auch ganz ehrlich wirklich zutrauen. Ich habe das mal als Scherz hier gesagt, aber saßt du dabei in Strapsen vor dem Mikrofon und hast einen auf Frankenfurter gemacht? Frank. Ja, ehrlich, oder? Frank, das würde implizieren, dass ich das sonst nicht mache. Ah, okay. Ich trage immer Strapse, Frank. Ich meine, ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich mich jetzt deswegen verurteilen lassen muss von einer Person, die sich ständig einen Korken in den Hintern steckt, aber gut, bitte, musst du wissen. Ich habe mich gerade für einen kurzen Moment gefragt, da ich mal gerade nach den Google-Trends geschaut habe, ob da ein neuer Krieg am Laufen ist, aber nein, es ist ja die Europameisterschaft. Deswegen hast du da in den Suchtrends sowas wie Niederlande, Nordmazedonien? Der Krieg zwischen Niederlande und Nordmazedonien. Oder auch Türkei, Schweiz und Italien, Wales? Wow, die Türkei hat die Schweiz hat die Türkei angegriffen? Genau. Was ist denn da los? Qualität up my ass. Jetzt wird zurückgestochen mit den Fondue-Gabeln. Mann, ist die Türkei darauf vorbereitet, wenn sie mit Kuckucksuhren beworfen werden oder sowas in der Richtung? Übrigens auch sehr im Trend, Suchanfragen, zumindest heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, Baku, Delta-Variante Deutschland und eine gute alte Freundin von dir. Na? Wart ihr ja auch mal zusammen, ne? Na? Mit Georgina Fleur. Ich kenne die gar nicht, wer ist das? Also komm, du schaust doch sämtliche Reality-TV-Show-Formate, hast du doch das letzte Mal allein schon erwähnt. Ja, beim letzten Mal war das gar nicht das Thema, warum lügst du? Nein, du hast gesagt, dass du hier nicht magst, sowas schauen. Frank, warum lügst du? Ich lüge nicht. Frank, du kannst auch sicher lügst du gerade. Moment, ja? Versuch mal gar nicht jetzt erst mit irgendwelchem lockeren Humor über die Sache hinwegzutäuschen. Du hast gerade gelogen, Frank. Warum hast du gelogen? Womit habe ich denn gelogen? Frank, was gibt dir das eigentlich, hier zu lügen zu behaupten, dass ich diesen Kram schaue? Das gibt mir den ultimativen Kick. Ja, Frank, ist ja schön. Aber du merkst gar nicht, wie mich das verletzt, oder? Das ist mein schlechter Charakter, ne? Ich nutze das halt auf. Ja, Frank, aber das verletzt mich. Ja, ich sehe es gerade über die Webcam, dir läuft da gerade eine Träne über die Wange. Ja, Frank. Ja. Und ich muss gerade auf das Zug. Oder Schweiß? Wenn stimmt, du hast Strapse an. Natürlich, Frank. Und warum? Um wenigstens ein bisschen Freude in meinem Leben zu haben, wenn ich von diesem Podcast hier so runtergemacht werde. Auf jeden Fall, Georgina Fleur, 31, erwartet ihr erstes Kind, doch ihre Schwangerschaft verläuft alles andere als geplant. Frank, deinen besten Glückwunsch. Was willst du ein Schwesterchen für die beiden Jungs haben? Und zwar habe ich so krasse Bauchkrämpfe, ich habe das Gefühl, meine Bauchdecke reißt auf. Das ist irgendwie so eine Mischung aus einem Übelkeitsgefühl, Krämpfen und Schmerzen. Ja, Frank, und dann erzähl du es mal bitte weiter, dass dieses Knotzwerk besser ist als Maki. Dann erzähl uns du... Frank, was ist das denn für ein Schmerz? Zerfetzt es dich fast oder ist es mehr so ein Au-Au-Au-Bauchweh? Du, ich kann ja jetzt nicht für Georgina sprechen, aber wenn ich das so lese, erinnert mich das so ein bisschen an Alien. Okay. Vielleicht
ist es auch eins. Ansonsten in den Trends Bushido. Ja, weil Bushidos Ehefrau wohl gesagt hat, dass sie 5 bis 6 Mal Sex die Woche haben. Ja. Der Glückliche. Okay. Außerdem Emilia Clarke. Denn Game of Thrones da überrascht mit Schockgeständnis über Dreharbeiten. Ja, interessiert mich jetzt irgendwie nicht die Bohne. Und die Sommersonnenwende. Ach ja, die ist ja jetzt bald, oder? Der längste Tag des Jahres. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sogar heute. Das bedeutet so viel wie, Frank, dass jetzt die Tage wieder kürzer werden. Ach so, cool. Das bedeutet so viel wie, Frank, dass... Ach, dann wird es bald, ja, stimmt, dann ist bald wieder Herbst. Das ist die Zeit, wo du normalerweise immer androhst, deinen YouTube-Kanal zu löschen. Aber nachdem der jetzt nicht mehr da ist, was machst du denn diesen Herbst? Das ist eine gute Frage, Frank. Ich überrasche dich damit. Ich meine, die letzten 3 Jahre habe ich das nicht mehr so zur Kenntnis genommen, wegen den Kids, aber bin echt gespannt, was du dir jetzt für die diesjährige Herbstdepression so alles ausdenkst. Ach du, Frank, ich bin der, wie du weißt, recht originell. Frank, das ist das Thema, was du uns jetzt hier... Also ich meine, sorry, es ist deine Show. Ich warte darauf, dass du wieder auf ein Thema kommst. Ah, Frank, also weißt du was? Du hast völlig recht. Hier, Google, warte mal ganz kurz, ne? Ich gehe mal rein. Du hast nichts für deine eigene Show vorbereitet? Ganz kurz, Frank. Du hast nichts mal für deine eigene Show? Ganz ehrlich, wie lange muss ich mir dieses unprofessionelle Verhalten eigentlich noch geben? Ja? Also ja, erstmal hast du mich monatelang angebettelt. Oh, Frank, können wir nicht. Eigene Show, bla, etc. Ja, dann gebe ich dir deine eigene Show. Ja, und dann denke ich mir, ja, mein Gott, okay, gut, lässt ihn halt ein bisschen was vorbereiten. Der wird ja wohl eine Vision haben. Der wird ja wohl wissen, was ihm da vorschwebt, wenn er seinen eigenen namensgebenden Podcast haben möchte. Und dann komme ich hier in so ein unprofessionell vorbereiteten, mit kleinen Spielchen künstlich verlängerten Podcast, für den ich dann auch noch die Themen suchen soll. Ja, genau. Dann nehme ich dir lieber eine Fragmentierung auf und unterhalte mich eine Stunde mit mir selbst. Oh, gut, Frank, aber warum willst du denn mit Idioten reden? Nenn mal irgendeinen Buchstaben. Z. Z, so. Was kommt denn als erstes hier in meiner Timeline? Das ZDF-Magazin Royal. Was? Also ZDF bei Google meine ich. Royal. Hat Böhmermann wieder einen lustigen... Nee, das habe ich anscheinend irgendwann mal gesucht. Frank, Böhmermann, gute Frage. Wie ist denn dein momentanes so Interessenverhältnis ihm gegenüber? Du mochtest ihn ja mal, oder? Ich fand ihn mal richtig gut, ja. Wann hat das aufgehört? Spätestens, als ich auf die berühmt-berüchtigte Böhmermann-Liste gekommen bin. Ach, du bist auch auf der Böhmermann-Liste? Yep. Ich habe heute gesehen, dass mich der Volksverpetzer blockiert hat. Bei Twitter, ja, mich auch, die nehmen ja quasi, das sind ja alles Accounts, die sich mal auf die Böhmermann-Liste berufen haben. Volksverpetzer finde ich aber gut, folge ich bei Instagram. Das war trotzdem irgendwie komisch, ich hab also die meiste Zeit... Wir haben doch inzwischen schon in mehreren Podcasts klargemacht, wie wir unsere Meinung vertreten, da sind wir in den Augen der jüngeren Generation inzwischen Altnazis. Ja. Und dementsprechend war es doch nicht weiter verwunderlich, dass wir bei so einer linken Bazille wie Böhmermann auf der Liste landen. Und das sind ja vorwiegend linke Publikationen, die sich dann auf die Liste berufen. Und so wird das halt fortgeführt. Wir sind halt, jetzt sind wir halt nicht mehr vorhanden. Wir sind nicht mehr da. Das ist natürlich gut, weil das bedeutet, dass sie weiterhin ausgewogen berichten werden. Ich finde es gut, dass sie verschiedene Einflüsse zulassen, weißt du? Das ist generell so eine Sache. Ich finde das ja faszinierend. Also mal davon abgesehen, Corona hat mich ja in vielen Dingen viele Sachen anders sehen lassen als vorher. Mhm. Wie drücke ich das jetzt mal so harmlos aus und trotzdem verständlich? Also ich bin ja jetzt kein Freund der, um es mal oberbegriffsmäßig zu sagen, ich bin kein Freund der Migration in Deutschland. Und dementsprechend hatte ich jetzt vor Corona kein Problem mit Publikationen wie Tichys Wochenrückblick oder auch, wie heißt der Trottel, der mit dem anderen Trottel, Schauspieltrottel, sich letztens hat ablichten lassen? Gott, der Brand, was heißt der? Dr. OB oder irgendwas, oder? Nee, mit wem hat sich Til Schweiger letztens fotografiert? Ja, genau, ich weiß nicht, wen du meinst. Dr. Brandeis wird er nicht heißen, sorry. Nein. Reitschuster. Reitschuster, genau, Reitschuster. Mit dem hatte ich auch kein Problem. Also da war es mir natürlich klar, so wie der berichtet, das geht wieder nur in eine Sparte und das ist jetzt nicht unbedingt professioneller Journalismus.
aber sind halt diese Randgruppenjournalisten. Hatte ich jetzt ehrlich gesagt kein Problem. Dank Corona sehe ich die jetzt natürlich nicht mehr mit gleichen Augen wie vorher. Tja. Und aber auch so, und das habe ich ja auch schon immer berichtet, war es mir jetzt wichtig, jetzt insbesondere mal auf Twitter bezogen. Ich habe bei Twitter schon immer von der linksten Bazille bis zum rechtesten Rechten jedem gefolgt, um ein umfassendes Bild zu bekommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich habe es nicht gerne, nur in einer Bubble zu sein. Ich hätte gerne viele Bubbles, um noch zu sehen. Also man läuft sonst Gefahr, dass man sich nur in einer Bubble. Also man kann ja seine Meinung haben. Ja, also man. Aber man muss schon noch wissen, wie die anderen denken und warum die anderen so denken. Man muss auch mal gebremst werden, oder? Ja, man muss sich auch selber bremsen. Also ich meine, es mag jetzt blöd klingen, wo ich jetzt gesagt habe, ich bin beispielsweise gegen Migration, aber ich möchte halt schon dann wissen oder erfahren, dass wenn die eine Bubble berichtet, dass wenn hier irgendwo Krieg ist und die ganzen Geflüchteten zu uns kommen, dass das nicht alles Adidas tragende iPhone-Jugendliche im Alter von 16 sind, wie es die eine Seite uns weiß machen möchte, ja, sondern dass da durchaus noch Familien und Kinder dabei sind. Ich möchte schon das komplette Bild sehen. Ich möchte schon wissen, warum ich gegen was bin. Oder ich möchte auch, ja, oder für was bin. Deswegen, also bei mir war schon immer alles in der Timeline drin und ich weiß, wir sprechen nicht viel zu oft über ihn, meistens schneide ich das dann auch noch raus, aber unser werter Freund, der Huli-Nerd, ja. Ich glaube, der war es, der hat vor einigen Wochen oder Monaten, als ich mal in seine Timeline geschaut habe, geschrieben, ich glaube, da ging es sogar um Reitschuster oder Tichy oder zumindest um die Richtung, ja, wer solchen Leuten mit seinem Twitter-Account normal folgt, also nicht irgendwelche Zweitaccounts erstellt oder irgendwelche Listen erstellt, mit denen er ihnen folgt, der kann ihm gestohlen bleiben. Ja, gut. Wo ich mir dann schon wieder dachte, Junge, du bist doch jetzt auch schon alter Sack. Gehst du jetzt auch schon auf die 40 zu. Man kann sich doch nicht wegen jedem Scheiß einen Zweit-, Dritt-, Viert-Account und sich mit den Listen beschäftigen und sonst irgendwas machen. Nein, du kannst auch einfach irgendwelchen Leuten folgen, weil du den Leuten folgen willst, nicht weil du der Meinung bist, die diese Leute haben, sondern weil du dich informieren möchtest. Aber weißt du, jemanden zu verurteilen vorab, weil derjenige irgendjemanden folgt, der nicht deiner Meinung ist, das ist doch also allerübelstes Bubble-Denken überhaupt. Ja, ist auch ein bisschen. Das ist das Dümmste. Und ich muss so oft dran denken, das ist so ziemlich das Dümmste, was du im Internet machen kannst. Ist auch ein bisschen so ein bisschen zumindest in Ansätzen faschistisch, oder? Ja. Also halt dieses komplette, wenn du nicht für uns bist, bist du komplett gegen uns und musst auch tunlichst geschasst werden. Das ist im Grunde genommen ist das nichts weiter als freundlicher Faschismus, wenn man ehrlich sein darf. Die haben halt die etwas freundlicheren Worte für das, was sie vertreten, aber im weitesten Sinne, sie lassen ja auch keine andere Meinung zu. Und halt dieser ganze Kram mit, es wird immer so nett gesagt, ja, du kannst dir deine Meinung sagen, aber du musst halt auch damit rechnen, dass du halt Gegenwind bekommst und Cancel Culture gibt es nicht. Das mag vordergründig sogar stimmen, aber wir wissen doch alle, in der Sekunde, wenn du irgendwas schreibst und der ganze Kram kommt dann in die falsche Bubble hinein und wird tausendfach geretweetet, dann bist du gesellschaftlich fertig. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also ein Boris Reitschuster hat sich natürlich ins ausmanövriert bei mir persönlich wegen seiner Corona-Berichterstattung beziehungsweise seiner. Der ist ja so, also ist ja wirklich so ein Schwurbler, was das angeht, ne? Nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht sagen, dass er ein schlechter Schreiber ist. Also ich finde, er hat eine recht gute Schreibe und ich bin sicher, er ist auch ein relativ unterhaltsamer Autor, weil seine Russland-Bücher, ich glaube, eins habe ich mir sogar über Rebuy oder so gekauft. Muss ich nur irgendwann mal lesen. Weißt du, es ist ja der Punkt, also auch Leute, die ich jetzt, oder nicht nur ich mache das nicht nur an mir vor, auch Leute, die dummes Zeug von sich geben, können ja trotzdem in einem anderen Bereich, ich will jetzt nicht sagen Recht haben, aber ja doch, sie können im anderen Bereich auch Recht haben. Selbst dumme Menschen können in einer Richtung richtig und in der anderen Richtung falsch denken. Ja, natürlich. Weiß nicht, ob ich das so richtig ausdrücke. Aber ja, das ist halt genau der gleiche Kram, der halt auch immer von unserem guten Freund, dem. Weißt du, ich mag Sarah Wagenknecht nicht, aber in vielem, was sie sagt, hat sie natürlich recht. Ja. Ich finde sie jetzt auch nicht. Also, ich würde nicht die Linke wählen, aber ich finde es gut, was sie teilweise von sich gibt. Ja, ihr Buch ist absolut brillant, aber gleichzeitig würde ich auch sagen: Ja, nee, lass mal wählen, tue ich jetzt auch nicht, ne? So. Und ansonsten halt, das ist immer dieser Kram.
Das ist aber ein schlechtes Beispiel, weil Sarah Wagenknecht ist ja quasi jetzt der Nazi unter den Linken. Ja, das ist völliger Unsinn, wenn du manchmal anhörst oder durchliest, was die alle schreiben. Das ist genau der gleiche Kram. Das ist absolut geil eigentlich. Du erinnerst dich vielleicht noch damals daran, als die Bücher von Sarrazin rausgekommen ist und dann halt so diese, ich sag mal so diese, diese richtig so, die Dinger, die Zitate rauskamen, die auch so richtig so reingeknallt haben, weißt du? Das Buch an sich eigentlich relativ langweilig, habe ich mal gehört, ich habe es nie gelesen. Ich habe es versucht halt, zu lesen, aber man kann es nicht lesen. So, aber halt die paar 5, 6 Sätze, die halt so richtig so, ja, aber so richtig voll auf die 12 sind, wurden irgendwo abgedruckt und aufgrund dieser paar Zitate sind die Leute sturmgelaufen und wie blöd. Und das Gleiche ist halt, und das wurde dann halt, jetzt machen das die Linken bei Sarah Wagenknecht halt genauso. Und das sind gleichzeitig die Leute, die aber dann irgendwie erzählen, wenn Leute bei der Bild auf irgendeine Schlagzeile steilen, abgehen, sagen, ja, ja, ne, hier, ne, Fakten und so, ne? Die meisten lesen den Kram gar nicht, aber, aber PCR-Tests sind ja auch angekommen. Ja, genau. Aber ansonsten, ja, stimmt, ich meine jetzt mal ein ganz doofes Beispiel. Jetzt würde ich zum Beispiel schreiben, hey, Erdbeerkuchen ist voll lecker. Und aus irgendwelchen Gründen sieht Alice Wiedel diesen Tweet und denkt sich irgendwie, ja, sie mag ja auch Erdbeerkuchen, liked das Ganze und schreibt dann darunter, ja, finde ich auch, Erdbeerkuchen dann, ist... Dann bist du aber Berlins Nazi Nummer 1. Ja, für nichts. Und ansonsten wäre nicht auch die gleiche Logik im Grunde genommen, Erdbeerkuchen dürfen wir nicht mehr essen. Erdbeerkuchen ist der Kuchen für Nazis? Ja, Berlin ist das zumindest Nazi-Futter Nummer 1, spätestens nach diesem Podcast hier. Und mit anderen Worten, es ist völliger Schwachsinn. Natürlich sagen und mögen auch Leute von der kompletten Gegenseite mal Sachen, die man selbst vielleicht auch mag. Das liegt halt in der Natur der Sache, oder? Das ist dieser komplette totalitäre Anspruch neuerdings. Ist halt dieses komplette, nein, die Gegenseite, die ist, nee, du bist ja schon, du gehörst nicht schon zur Gegenseite, wenn du 1% nicht der gleichen Meinung bist wie du halt. Also, mein Freund ist nur die Person, die 100% auf meiner Seite steht, ein ganz kleines bisschen zur Seite gehen, dann wird schon verdächtig. Und wenn du mir dann ich überlege gerade, wenn wir beide auf der Böhmermann-Liste stehen, dann sind wir ja beide offiziell Nazis. Ja, ja. Wir müssen noch Einigkeit finden. Mögen wir beide Bratwurst? Nürnberger Rostbratwürstchen mag ich. Okay, gut, ich auch. Definitiv, also Nürnberger Bratwurst, das hab jetzt rechts. Okay, ne, aber das war schon vorher klar. Nürnberg und so, ne? Ja, okay. Wie sieht's aus? McDonald's oder Burger King? Hey, das ist tatsächlich, das kann ich nicht so ganz sagen. Das ist echt stimmungsabhängig, wenn ich ehrlich bin. Okay, tendenziell. Beides rechts. Okay. Gut, geht nicht anders. Ich mag Pizza Hut. Ich nicht so sehr, Frank. Okay, gut, das Pizza Hut ist sozusagen safe. Ich mag Raps. Ach so, Rap, okay, das gerade, ja toll, Hip-Hop, ja, nee, die Raps mache ich auch. Ja, okay, ja, das ist jetzt absolut, jetzt ist vorbei, jetzt ist das Nazi-Futter. Ah, verdammt. Wenn wir das jetzt noch eine Stunde weitermachen, dann verhungert Deutschland, oder? Franz, trinkst du auch manchmal Flüssigkeiten? Ja, definitiv. Ach du Scheiße. Mit anderen Worten, Flüssigkeitszufuhr ist definitiv Nazi, also ja. Absolut. Dürfen sie jetzt nicht mehr machen. Nee. Ansonsten noch, willst du noch zum Abschluss vielleicht so ein bisschen den Huli-Tweet des Tages haben, weil wir über ihn geredet haben? Ja, schieß raus. Okay. Warum StreamerInnen, die sich positiv über AfD-PolitikerInnen in YouTube-Videos äußern, teilweise 3- bis 4-stellige Zuschauerzahlen haben, erschließt sich mir nicht. Huli, das liegt vielleicht daran, dass sie halt ansonsten okay Streamer sind, oder? Vielleicht liegt es ganz einfach daran. Vielleicht machen die ansonsten guten Content. Nein, Streamerinnen werden halt bewusst eher geschaut, weil sie Brüste haben. Das sieht man aber meistens gar nicht so wirklich, oder? Aber nee, Er hat doch das Gendersternchen gemacht. Der meint halt Streamer und Streamerinnen zusammen. Ach so. So, und deswegen sag ich es mal ganz einfach. Vielleicht, ja genau, der Kram. Die haben sich positiv über AfD-Politiker geäußert. Aber vielleicht sind es ansonsten die absoluten Top-Streamer, voll tolle Sprüche, machen voll die geilen Gamer-Moves. Ist doch möglich, oder? Vielleicht sagen sie ganz einfach dann irgendwelche Leute, Mensch, finde ich ja nicht so dufte das mit der AfD, aber meine Güte, bei Mortal Kombat im Stream hat er ja mir hier aber wirklich jeden Fatality-Move so richtig kunstvoll dargebracht. Finde ich gut. Und war lustig dabei. Er hätte halt nicht jedes Mal Alter sagen sollen. Tja, naja. Aber genau das halt. Lass mal lieber sein, ansonsten sind wir beim Hoodie-Ranten und das wird langsam müde, oder?
Also, da kommst du jetzt quasi nur noch raus, indem du jetzt ein schönes Liedchen singst. Warte mal. Huli, huli, hey. Huli, huli, in Tahiti, hey. Huli, huli, hey. Huli, huli, in Tahiti, hey. Huli, huli, hey. Huli, huli, in Tahiti, hey. Gut. Oh, ich mach einen Loop draus, dann passt das.